24. Januar. Wir warten gespannt auf unseren Besuch, der in den nächsten 5 Minuten hier landen sollte. Die Annette inspiziert schon mal das Flugbenzin. Ist auch Gutes. Da kommt er irgendwo. Also ich kann ihn jetzt nicht sehen, vielleicht sieht man ihn nachher. Da ist er. Er schwebt langsam ein. Fahrwerk ist ausgefahren. Und unten ist er. Da kommt er. Sie saßen im Flieger. Da kommen sie. Naja, schwitzen ein bisschen. Haben wir alle ausgeräumt? Geile Zeit. Die dürfen aber. Hallihallo. Birgit und Heinz haben es geschafft, bis hier an Bord. Geil! Wie viel Kilo Gepäck? Ja, ja. Okay. Umgerechnet 70 Kilo. Ja, 70 Kilo Gepäck. Und, so viel wie wir beide zusammen. Und dies hier sind nur unsere Klamotten. Guckt euch hier mal an, was hier in diesem Paket schon alles drin war hier. Das ist, glaube ich, das Richtige, ne? So leckere Süßigkeiten. Ich habe das mal nie erlebt, dass das so eine riesen Tüten sind. Oh, und da kommt noch das viel mehr. Ein Liter Leinsamen. Na, endlich haben wir mal wieder Leinsamen. Ja, das ist gut, weil wir haben keine mehr. Dankeschön. Die letzten 3 Pakete Hafermehl, die ich gekriegt habe. Ach, fantastisch. Das ist... Also hier, das ist die absolute Schmugglerbande. Das sind diese Jägermeister-Deckschüler. Ah. Die hier eintauchen wurde. Aha. Boah. Wow. Der Hammer. Das ist ja wie Weihnachten und Silvester und mein Geburtstag zusammen. Ah. Oh. Unser erster Schnorchelgang steht an. Ja, mit roter Socken. Oh, schön. Der Heinz ist schon ganz ungeduldig. Ja, recht egal, ne? Ist egal. Ja. Nochmal alles Gute zum Hochzeitstag. Hochzeitstag von mich, Annette, der 13. Ach ne, 33. 33 Jahre. Juhu. Und das ist so schön. Und die haben auch noch Geschenke. Ja, warte, ich habe Geschenke. Flipflops. Nivea. Und was gegen die Falten. Hilft das? Weißt du, ja, bei mir schon. Ich werde wertvoller. Oh, eine Gambier-Perle. Ah, die Gäste. Wir sind auch da. Ja. Jawohl! Wir feiern mit! Heute gibt es Bananen-Mango-Maracuja-Smoothies. Aus dem Kind? Nee. Aus dem Kind? Cheers! 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 Santé! Santé! Essen im Restaurant. Burger, Poisson cru, Steak frites und Bier. Wie ihr seht, es ist wieder Sonntag. Wir sind wieder in Taravai. Heute gibt es Schweinerippen vom Grill. Wow! Ah, yeah. Dans tout. Oui. Oh. Ah. Oh. So, die weibliche Crew wechselt sich ab im Heckschrubben. Wir hatten einen schönen Sonntag auf Taravai. Und der Einzige, der hier wirklich fleißig ist, ist wie immer, genau, der Bootjunge. Das ist der Matrose in Ausbildung. Wir fahren heute mit Erwin und Taravai. Das hier vorne ist Taravai. Mit Nora und Heinz geht's zum Jagen. Jetzt geht's wieder runter. Erst hoch, dann runter. Also für Nora ist es auf den Wegen zu einfach. Die kämpft sich hier komplett durchs Gebüsch. Zum Glück kann man nicht so weit fallen, das Schiff bremst. Gefangen. Dem finden sie auch an, oh, ja, vielleicht doch verkehrt beurteilt. Morgens und abends ist besser. Jetzt sind sie an uns vorbeigelaufen, so eine Scheiße. Wir sind am Strand. Taravai hat aber die Fährte aufgenommen und ist wieder oben irgendwo hoch in die Berge gelaufen. Oh. Paradiesisch. Ja, leider haben wir Erwin und Taravai, den Hund, verloren. Die sind irgendwo den Ziegen hinterher. Und wir haben uns jetzt entschlossen, wieder langsam zurück zum Boot zu gehen. Weil da muss er ja auch hin, auf jeden Fall. So, Urban hat uns wiedergefunden. Oh, we are so happy. Okay. Sind wir zu fünft unterwegs und gehen auf die Aussichtsterrasse hier auf Taravai mit Nora, Hakko, Birgit, Heinz und meiner einer. So, das ist jetzt die Aufnahme von vorher. Vorher. Vorher und nachher gibt es dann. Alle frisch. Jawohl. Berg auf, Berg runter. Diesmal ist der Weg aber schon schön freigeschnitten. Kann man super laufen. Danke demjenigen, der dieses Seil da. Ja. Annette, das ist für dich. Guck mal an, wie schön freigeschnitten hier der Pfad ist. Wahnsinn, ne? Oh, die letzten Höhenmeter. Dann haben wir den Gipfel geschafft. Was für ein Scheiß hab ich mich da wieder eingelassen. Oh, Hakko. Ja, ja. Oh, Hakko. Ah, und dann geht's wieder runter. Ja. Das ist ja super. Ah. Der Gipfel oder was? Ja, der kleine Gipfel. Der kleine Gipfel? Ja, wieder mal auf der Terrasse oben. Herrlicher Ausblick auf die Kirche, auf die Anixi und die Limelight. Und hier geht's steil runter. Wilde Passionfruit. Nimmst du mich jetzt auf? Ja. Ich muss mal aber noch eine aufmachen, sieht man ja gar nicht, was sonst... Ah, da ist noch eine. Mhm. Sesam, öffne dich. Mm. Sieht nicht so gut aus. Nee, die ist nicht mehr so lecker. Düff. Aber so sah sie aus, also muss man sich voll vorstellen jetzt noch. Und hier wächst so das Eisenbahnkraut direkt hier am Baum. Cool, ne? Oh, das sieht aus wie eine große Maus. Hä? Ist ja eine Maus. Könnt ihr die sehen? Da liegt sie und traut sich nicht, weiterzulaufen. Ich glaube, das ist eine Maus. Ja. So, jetzt brauchen wir noch mal einen kleinen Kommentar zur Wanderung. Wenn ich das vorher gewusst hätte, nicht. Ich schon. Die Aussicht war absoluter Oberhammer, echt. Ich hätte da Stunden verbringen können, einfach nur gucken. Krass. Ja, aber dieses Gekraxel und dieses da wegrutschen und... Nein. Das ist viel zu anstrengend. Und leider habe ich dem Hakko gesagt, wir brauchen keine Verpflegung für oben. Ich Blödmann. Sonst hätte die Nora nämlich da schön Mettwurst und Wein und so mit hochgenommen. Ja, genau. Und so haben wir seit 5 Stunden nichts intus. Halb verhungert. Heute kriegen wir wieder Zeit, wie man Blumenketten macht. Haben gerade Diskus gepflückt. I don't know. We know what it is. Orchideen. Basilikum. Ficelle. Viel. So. Après. Da. Sieht irgendwie komisch aus. After you go to get the banana. One for you, one for you. Ah, okay. Ja. Sieht aber echt cool aus. Und lächeln. Dann macht sie doch. Hey, rota, katting. Rota. Mai. Mai. Ale, uš. Ovo je to te, ale. Katting, cinaj. Oh, le miroir, très bien, mon miroir. Beautiful voice. Die Demonstration vor dem Hintergrund im Wasser, wie die Madams sich ihre Kränze gemacht haben mit dem ganzen Blumenschmuck. Dann schauen wir mal. So, und jetzt tanzen. Hula, hula, hula. Hey! Ja, genau. Je veux boire du lait de coco. Le coco, oui, c'est joli. Elle est jolie, jolie madame. Ma Vahine a besoin de tes caresses.